Es sieht so aus, als würde ich mein Tablet direkt vors Gesicht halten. Moin Leute, ich bin's wieder, euer Tessiboy. Willkommen zum Wishcember. Heute gibt's was, was ihr auf meinem Kanal schon mal gesehen habt. Und zwar was sehr Enttäuschendes. Und zwar geht's heute wieder um mein Tablet. Ich will mich nicht damit zufrieden geben, dass die Tablets von Wish alle so scheiße sind. Beziehungsweise hoffe ich, dass das nächste ein bisschen besser ist. Das erste verlinke ich euch mal unten in der Videobeschreibung. Fangen wir direkt an. Ein sehr großes Paket, das heißt, ich vermute, das Tablet wird größer sein als das alte. Das alte war ja schon relativ lütt. Wieder klassisch in einer Wish-Verpackung, wieder so ein graues Dingbum hier und auch wieder vom Zoll befreit gewesen. Gekostet hat das Ganze so viel. Ich würde sagen, let's go! Verpackt ist das Ganze in so einer Art Luftpolster. Verpackung, damit es nicht kaputt geht. Und so sieht der Karton aus. Schöner weißer Karton. Das Tablet abgebildet, hier oben die Kennzeichnung, an der Seite auch nochmal die Kennzeichnung und sonst rundherum nichts. Wir machen den Karton auf. Zuerst kommt uns hier wieder Luftpolsterfolie bzw. ja gleich das Tablet entgegen. Das nehmen wir erstmal raus, das kommt zum Schluss. Und weitergehend haben wir hier einmal ein Ladekabel, und zwar Micro-USB, aber diesmal nicht mit so einem USB-Adapter, sondern mit einem richtigen Netzteil. Die Bedienungsanweisung, ein Micro-USB auf USB-Adapter, damit wir dort einen USB-Stick anschließen können. Und hier haben wir aber auch noch ein normales Micro-USB-Kabel. Das heißt, wahrscheinlich kann man es über einen normalen USB-Adapter oder über das Netzteil laden. Das war's schon mit dem Zubehör. Ich würde sagen, dann kommen wir auch direkt gleich zum Herzstück des ganzen Pakets, und zwar dieses Tablet. Auf den ersten Blick sieht es schön groß aus. Von hinten haben wir es in Pink. Ich weiß gar nicht, wie ich es bestellt habe, muss ich sagen. Hinten schöne Aluminium-Rückseite und Vorderseite weiß. Hier oben sieht man schon mal gut eine Frontkamera. An der Seite haben wir den Lauter-Leiser-Knopf und den Power-Button. An der anderen Seite ist nichts, oben ist nichts. Ein Kopfhöreranschluss ist direkt neben dem Lauter-Leiser-Knopf. Des Weiteren ist hier oben noch ein Fach. Dort können rein eine SIM-Karte, zwei SIM-Karten und eine SD-Karte. Ihr kennt das Spiel, ich hole euch hinter mich und dann geht's weiter. Wir starten das Tablet. Ich hoffe, es spiegelt nicht zu doll. Uns begrüßt MediaTek und ein Android-Symbol. Sieht qualitativ nicht so gut aus. Die hätten das Logo ruhig mal in HD machen können. Jetzt haben wir hier Android. Auf den ersten Blick muss ich schon mal sagen, das Tablet spiegelt auch sehr doll. Das hatte ich ja bei dem anderen Tablet auch schon bemängelt. Auch hier haben wir gute Spiegelung. Ich sehe mich gut selbst. Ich weiß nicht, ob das in der Kamera ist. Sieht das wahrscheinlich ähnlich aus. Ich gucke einmal, dass ich einen Winkel vielleicht hinbekomme, dass das nicht so schlimm ist. So, hier haben wir es schon. Wir haben ein ähnliches System und ich würde sagen, wir entsperren direkt auch einmal. Was zuerst auffällt ist, schönes Design. Hier SIM-Karten nicht involviert, das löschen wir erstmal weg. Wir haben Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Flugmodus, Datenconnection und so weiter und so fort. Die Brightness noch ein bisschen höher stellen, dann ist es vielleicht fast besser. Wir haben schön hier unten die Standard-Apps und hier an der Seite haben wir nochmal so ein Menü. Gehen wir mal ins Menü. Wir haben hier die Standard-Apps vorinstalliert, nichts Neues sozusagen. Zuerst würde ich sagen, wie immer, einmal in die Settings und erstmal die Sprache ändern. Über das Tablet, wir gehen einmal in die Information.
Wir haben hier einen 10-Kern-Prozessor, Android 8.1 und 1960x1080, also Full HD, Screen Size. Auf den ersten Blick muss man sagen, das Tablet liegt gut in der Hand. Schön auch, es ist wirklich schön mit diesem Aluminium, mit der Aluminiumrückseite. Das macht es wesentlich wertiger. Sonst muss ich sagen, das Display an sich, beziehungsweise der Rest ist aus Plastik. Und bis jetzt kann ich auch keine Probleme feststellen. Ich würde sagen, das erste machen wir natürlich mal wieder den Kamera-Check. So sieht die ganze Frontkamera aus. Ich muss sagen, ich bin ja 5000-fach vergrößert und wir sind auf Zoom mal 1. Wir haben hier noch einen Beauty-Modus. Mein Gesicht erkennt er. Aber warum? Also, man muss jetzt sagen, ich bin jetzt so ungefähr 40 bis 50 cm vom Tablet entfernt. Und es sieht so aus, als würde ich mein Tablet direkt vors Gesicht halten. Also sehr starker Zoom-Faktor. Schauen wir uns die Frontkamera an. Auch hier der Zoom-Faktor extrem hoch. Man sieht das jetzt ja ungefähr. Das Paket hier hinten, da, liegt ziemlich weit weg. Und hier sieht es so aus, als wäre ich direkt davor. Ich gucke mal, auch hier sind wir Zoom-Faktor mal 1. Wir können einmal gucken, ob wir... Hier können wir jetzt gar nichts ändern. Man hat hier jetzt einen Hochswipe-Button, aber den kann ich nicht verwenden. Aha, jetzt sind wir im Normalmodus. Hier können wir die Belichtung ändern. Die Effekte, die man von Handys von 2005 kennt, Sepia und so weiter. Hier haben wir dann noch den Weißabgleich, der eingestellt werden kann. Und den Szene-Modus. Und dann haben wir noch einen Videomodus, Live-Fotomodus. Was soll das heißen? Ja, Live-Fotomodus bedeutet Video. Also auch hier bei dem Tablet, wie schon bei dem anderen Tablet auch, Kamera überzeugt nicht. Was ich feststellen muss, ist, der Rotate-Mode funktioniert eigentlich sehr gut. Also der Sensor funktioniert. Wir gehen einmal ins Internet. Also der Tipp-Sound ist Katastrophe. So, wir checken einmal YouTube. Da kann sich hier auf dem Moment ein Abschneiden, weil... Ein Abschneiden. Also der Ton ist wirklich nicht so schön. Sehr viel, sehr plastiklastig, sag ich mal. Wenn ihr schon mal hier seid, drückt doch direkt den Abo-Button. Falls euch das Video gefallen hat, lasst doch ein Like da und schreibt vielleicht auch noch einen Kommentar. Was wichtig ist, ist natürlich der Performance-Check. Und ich würde sagen, dafür laden wir uns mal wieder unsere schöne App Subway Surfers runter. Ich bin jetzt mittlerweile bei der dritten App. Irgendwie lädt der nicht runter. Zur Akkulaufzeit kann ich jetzt noch nichts sagen, da ich das Tablet ja immer für den Moment teste. Aber seit wir es eingeschaltet haben, haben wir jetzt 6% verloren. Also ich weiß nicht, warum das nicht geht. Mein Internet funktioniert. Das habe ich schon getestet. Es hat nun endlich geklappt, dass ich Temporun runterladen konnte. Es funktioniert im Hochformat. Bin ich wirklich gespannt, ob das jetzt so funktioniert und ruckelfrei läuft. Ladezeit ist schon mal ewig. Kurzes Update. Ich sitze hier ungefähr seit 5 Minuten und warte. Das Spiel hat sich aber nicht aufgehängt, es braucht einfach 1000 Jahre zum Laden. So, es startet. Dann wollen wir mal schauen. Let's go, würde ich sagen. Also man muss sagen, bis jetzt läuft es ruckelfrei. Keine Probleme. Okay, jetzt hat er nicht reagiert. Wir testen das Ganze nochmal. Okay, hat funktioniert. Also... Bis jetzt ruckelfrei. Ich verstehe das Spiel einfach nicht. Ja, also ich denke, Performance-Test haben wir soweit gecheckt. Ich würde sagen, wir kommen zur Bewertung. Kommen wir zur Bewertung des Tablets. Ich muss sagen, es ist ein Stück weit besser als das andere, aber nicht viel. Was man sagen muss, es liegt gut in der Hand. Optisch finde ich, ist es sehr ansprechend, gerade mit dem Alu-Rahmen hinten und so. Und auch von der Displaygröße finde ich top. Ich habe ganz vergessen zu sagen, wie viel Speicherplatz es hat. Und zwar 64 GB internen Speicher plus Erweiterung über SD. Also Speichermöglichkeit hier sehr gut. Positiv fand ich hier noch wirklich die Performance von dem Spiel.
Ich hätte gedacht, es lackt mehr. Zu den negativen Punkten muss ich sagen, Kamera wieder zum Weglaufen, Sound so lala und die Problematik, die App runterzuladen. Ich weiß im Endeffekt nicht, woran es lag. Ich habe es noch ein paar Mal probiert und auf einmal ging es und ohne Probleme. Also warum genau das jetzt passiert ist, weiß ich nicht. Positiv muss ich noch sagen, Dual-SIM plus SD ist echt top. Deswegen gebe ich dem Tablet faire 3 von 5 Testies, da einfach das Gesamtpaket so nicht gestimmt hat, dass ich sage, ich gebe eine super Bewertung. Ihr wisst, wie es läuft, wir sind mitten im Wishcember und deswegen könnt ihr das Tablet wieder gewinnen, wie das Ganze funktioniert. Es ist eigentlich ganz leicht, es zu gewinnen. Drückt den Abo-Knopf, lasst einen Daumen nach oben da und schreibt unten ein nettes Kommentar, entweder zu Weihnachten oder zu dem Tablet. Schon geht ihr zu den potenziellen Gewinnern. Falls ihr im Wishcember jetzt nichts mehr verpassen wollt, checkt direkt meinen Instagram-Account aus. Da poste ich immer schon vorher, was euch erwartet. Ihr wisst Bescheid, Wishcember läuft jeden Tag 18 Uhr daily. Ein Video auf meinem Kanal. Und ich würde sagen, bis morgen, haut rein und tschüss.